Wie kannst du fünfmal so viel verdienen in 2023? Das besprechen wir heute. Und es geht jetzt nicht darum, dass du unbedingt jetzt fünfmal so viel verdienen musst, sondern es geht darum, die Grundsätze zu verstehen, die wir natürlich in der Schule nicht lernen. Und zwar habe ich vor 2 Tagen ja wieder einen Bericht bekommen von einer Teilnehmerin aus dem Matrix-Prinzip und die hat mir ihre Zwischenergebnisse geschickt und Ende August hatte sie 5.000 Euro Umsatz gemacht. Dann im Anfang Oktober waren es 7.000. Ende Oktober waren es 10.000, im November waren es dann 15.000 und im Dezember waren es dann 20.000 Euro Umsatz. Und was steckt da für ein Grundsatz hinter? Weil dieser eine Grundsatz ist so wichtig und das ist einer von den 5 Grundsätzen, die ich auch immer unten verlinke im Webinar. Weil wenn man diese 5 Grundsätze nicht beachtet, dann kann man sich nicht aus dem System abkoppeln und zum Beispiel einfach innerhalb von wenigen Monaten 5-mal so viel verdienen. Es geht einfach nicht. Darüber sprechen wir heute, weil wir lernen es natürlich im Schulsystem nicht. Weil das Schulsystem, ich sag's ja immer wieder, seit 1902 hat John D. Rockefeller das Education Board da gebildet und er hat praktisch alles, was aus dem Schulsystem, was dir wirklich hilft im Leben, also wie zum Beispiel Finanzen, abkoppeln, das ist natürlich rausgenommen aus dem System. Weil du sollst ein Arbeiter sein. Du sollst nicht irgendwie frei leben. Man muss dich kontrollieren können. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wenn wir da irgendwie draußen so eine Krise haben und wir sagen, hey, alles klar, cool, jetzt kann man nur mit 2 Leuten in ein Restaurant gehen und die müssen auch noch ihre Gesundheit nachweisen und im Geschäft gleich gegenüber, da laufen irgendwie 5.000 Leute die ganze Zeit rein und raus, aber im Restaurant auf der anderen Seite, da muss man irgendwie seine Gesundheit nachweisen und darf nur mit 2 Leuten im Restaurant sitzen oder du darfst nicht auf dem Geburtstag oder du musst, wenn du dich hinsetzt, darfst du die Maske ruhig abnehmen, wenn du dich dann hinstellst, dann musst du sie wieder aufsetzen und diese ganzen Sachen. Oder wenn du mit dem Zug durch Deutschland fährst, dann musst du die Maske anhaben und dann, sobald du in der Schweiz angekommen bist, also praktisch 1 Sekunde später, dann darfst du sie absetzen. So, diese ganzen Sachen, die kann man dir natürlich sehr, sehr gut erklären und sagen und du musst die auch befolgen, wenn du komplett abhängig bist vom System. Wenn du sagen kannst, Moment mal, ich verdiene hier unabhängig Geld, ich habe keinen Chef, der mir irgendwas sagt, was redet ihr denn da? Ich fliege jetzt einfach morgen nach Schweden und bleibe da einfach 5 Monate. Dann bist du natürlich eine große Gefahr und das wollen sie natürlich nicht. Und deswegen, um das dumme Volk zu kontrollieren, müssen wir natürlich abhängig sein vom System und deswegen ist alles so designt, dass man nicht abhängig werden kann und deswegen lernt man in der Schule die wichtigsten Sachen nicht, wie zum Beispiel Beziehung, wie man glücklich ist, Stressfreiheit, Gesundheit, wie man keinen Krebs bekommt, zum Beispiel 50% von uns bekommen das und so weiter. Deswegen ist das ganze Schulsystem so ausgerichtet und ich habe praktisch genau das Gegenteil an Ziel. Ich will nämlich was gegen Versklavung machen und ich will, dass alle meine Zuschauer, also auch du, frei sind. Und dafür müssen wir einen Punkt verstehen und der ist so wichtig, das ist elementar, das wirst du nicht einmal hören im Schulsystem. Wir dürfen, wenn wir Geld verdienen wollen, weil darum geht's ja, um gesunde Nahrungsmittel zu kaufen, muss man Geld haben. Um reisen zu können, muss man Geld haben. Um seinen Kindern irgendwie was Klamotten zu kaufen oder gesunde Nahrungsmittel, muss man Geld haben. Das heißt, es ist gut, Geld zu verdienen. Das ist auch im Schulsystem. Nein, was? Du willst Geld haben? Du bist ja voll der Egoist. So, auf jeden Fall, um Geld zu verdienen und um mehr Geld zu verdienen, und das ist das Wichtigste jetzt hier zu verstehen, ist, wir dürfen unsere Zeit nicht gegen Geld tauschen. 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 Und das betrifft so ziemlich 99%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich auch betrifft, ist sehr, sehr hoch. So, das heißt, wir dürfen keine Zeit gegen Geld tauschen. Und egal, ob ich jetzt 8 Euro die Stunde kriege, 20 Euro die Stunde, 40 oder 100 Euro die Stunde, ich kann dadurch nicht mich komplett befreien, dass ich egal wo auf der Welt arbeiten kann und dass ich wirklich viel Geld verdiene. Weil in 4 Monaten ist es ja nicht möglich, dass du 4-mal mehr Zeit hast. Du kannst ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel 40 Stunden arbeitest in der Woche, kannst du ja jetzt nicht auf einmal 200 Stunden in der Woche arbeiten. Das heißt, es funktioniert ja nicht, wenn man die Zeit gegen Geld tauscht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil unsere Zeit ist endlich und man kann nicht skalieren, wenn man diesen einen Grundsatz, nicht die Zeit gegen Geld zu tauschen, nicht beachtet. Und sie haben es in dem Schulsystem, ich gehe mal darüber, weil jetzt die Sonne kommt, sie haben es in dem Schulsystem so geschafft, dass wir so manipuliert werden über so einen langen Zeitraum, dass wir einen einfachen Grundsatz einfach nicht verstehen können. Und wenn du diesen Grundsatz 100 Menschen sagst, dann werden es 99 von denen nicht verstehen, weil wir so gut manipuliert sind seit Kindergarten. Weil alle fragen sich jetzt, ja, aber wie, was hat die denn jetzt da verkauft? Und ich sag's dir, Handyhüllen. Und weißt du was? Es ist völlig irrelevant,
was es ist. Der einfache Grundsatz ist immer Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Menschen möchten Sachen gerne haben und das, was Menschen haben möchten, das kann man verkaufen. Das, was Menschen haben möchten, das kann man verkaufen. Punkt. So einfach ist es. Und ja, aber nee, so einfach geht das nicht. Doch, so einfach geht das. Wenn 5000 Menschen suchen, hey, ich möchte ganz gerne einen Mülleimer kaufen und du verkaufst den Mülleimer, dann kannst du damit Geld verdienen. So, und deswegen ist es egal, weil überleg mal oder schreib mal unten rein, machen wir ein bisschen was in den Kommentaren. Was sind so deine letzten 5 Online-Verkäufe gewesen, die du gemacht hast? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Sachen. Hast du schon mal bei Amazon bestellt? Ja, da wird ja alles verkauft. So, das heißt, in dem Fall jetzt waren es Handyhüllen, aber es kann alles sein. Es können Feuerzeuge sein, es kann Klamotten sein, es kann eine Uhr sein, es kann für die Kinder ein Maxi-Cosi sein. Menschen kaufen alles und Menschen werden immer weiter alles kaufen, weil sie konsumieren, weil Menschen immer konsumieren müssen. So, und das heißt, diesen einfachen Grundsatz zu verstehen, okay, ich müsste eigentlich was finden, was Menschen brauchen und was ich verkaufen kann. Und dann es abgekoppelt haben von meiner Zeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Online-Verkauf Maxi-Cosis verkaufe, dann ist es ja egal, ob ich ein Maxi-Cosi verkaufe oder ob ich 100 am Tag verkaufe, weil ich investiere dafür nicht mehr Zeit, wenn ich ein System erschaffen habe, dass zum Beispiel die Bestellung dann da beim Hersteller eingeht und dann der Hersteller schickt das dann zu dem Käufer und du hast nicht mal was damit zu tun, du musst nicht mal zwischenlagern, du musst es nicht mal erst kaufen und dann weiterverkaufen, das ist jetzt zum Beispiel Dropshipping, dann gibt es Affiliate-Marketing, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, aber das ist alles nicht relevant für dieses Video. Für dieses Video ist nur wichtig zu verstehen, ah cool, man könnte sich ja eigentlich abkoppeln vom System. Eigentlich der wichtigste Grundsatz ist, man darf seine eigene Zeit nicht gegen Geld tauschen. Und ich suche was, was Menschen kaufen möchten und ich versuche das zu verkaufen. Das ist der Grundsatz. So, und das alleine, so einen einfachen Grundsatz, wirst du da draußen in der gesamten Schulzeit nicht lernen. Im gesamten BWL-Studium, da bilden sie dich aus, dass du für eine Firma, eine Einnahmequelle, was heutzutage das Gefährlichste ist, was man überhaupt haben kann, eine Einnahmequelle, weil wenn der Arbeitgeber pleite geht, dann bist du weg vom Fenster. So, sie bilden sich dich dazu aus, dass du einen Arbeitgeber hast, eine Einnahmequelle und für den arbeitest 40 Jahre und dann nicht frei bist finanziell und genau, und das wollen sie praktisch. So, und das Gegenteil ist das, was ich heute gesagt habe, wir müssen den Grundsatz verstehen, keine Zeit gegen Geld tauschen, was finden, was Menschen haben wollen und Punkt. Und dann muss man sich nur erkundigen, wie funktioniert das alles und das ist dann der nächste Schritt. Und das ist nur ein Grundsatz von 5 Grundsätzen und diese 5 Grundsätze muss man alle beachten und die sind alle im Webinar drunten unten erklärt. Kannst dich einfach anmelden, kannst das Webinar angucken. Das ist so wichtig, weil mein Ziel ist wirklich, so viele Menschen wie möglich daraus zu holen. Dass so viele Menschen wie möglich, wenn da draußen wieder irgendwas passiert, dass so viele Menschen wie möglich sagen können, meine Einnahmequelle ist komplett nicht abhängig von diesem Ort. Ich fliege jetzt einfach nach Schweden oder in die Berge oder nach Hawaii oder wer weiß wo und mache da einfach mein Ding weiter, weil hey, darauf, was ihr mir da sagt, da habe ich einfach gerade gar keine Lust zu. So, und deswegen mache ich das einfach nicht. Und so bist du eine große Gefahr, aber so bist du frei. Und das ist mein Ziel, dass ich so viele Menschen wie möglich da helfe und unterstütze, das zu erreichen. Deswegen guck unbedingt das Webinar, weil da ist alles erklärt. Das war heute nur ein Punkt und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo.